Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? So, hallo erstmal. ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken und 3 Minuten fehlen. Aber es ist nichts Dramatisches passiert. Die haben sich unterhalten und jetzt gehen die beiden, jetzt machen sich die beiden auf die Suche nach Chris Hackett und ja. Weiß nicht, warum ich den Knopf verfehlt habe. Egal, auf jeden Fall misstrauisch, hier stimmt was nicht. Wissbegierig, warst du schon mal dort? Ich glaube, wir sind misstrauisch, weil in dem 3-minütigen Gespräch eben hat er zu ihr gesagt, dass er sie nicht alleine losgehen lässt, weil er sie für eine Mörderin hält, weil Chris hat seiner Meinung nach nichts getan. So, das ist die Kurzfassung. Sorry. Genau, und ja, ich bin mal misstrauisch. Hier stimmt doch was nicht. Ist immer gesund. Was genau hast du hier vor? Naja, nicht immer. Gar nichts. Wehe, du lässt nur die Zeit verstreichen. Nein. Das könnte mich auch sein. Weil er nicht will, dass sie Chris umbringt. Hier draußen sind wir nämlich in großer Gefahr. Sagt die Mörderin. Weißt du, das hier wäre viel entspannter ohne deinen Stock im Arsch. Was ist dein Problem? Defensiv, ich werde mich nicht entschuldigen. Aufrichtig, ich hatte einen beschissenen Sommer. Ist immer aufrichtig. Hatte einen beschissenen Sommer. Tja, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Was soll das denn heißen? Ich weiß nicht, ich meine, du lebst noch. Warum soll noch jemand leiden? Auge um Auge macht die Welt nur blind. Oder nicht? Ich mach das doch nicht aus Rache. Ich muss Max retten. Du machst das alles für einen Typen? Was soll ich denn sonst tun? Ihn so zurücklassen? Ich schulde es ihm. Wie gesagt, ein beschissener Sommer. Da ist es. Hackett House. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin, aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Mitfühlend, ich weiß, dass er dein Freund ist. Wütend, zu wem hältst du hier? Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura, Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Uns läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen. Da, bricht doch jetzt was ein. Pass auf, rutsch weg. Oh nein, eine Falle. So, hätte man das verhindern können? Alles okay? Laura? Das Blut durchscheut das Nass. Toll. Oh mein Gott, Laura! Ach du, heilige Scheiße! Darf ich mal? Oh oh. Was soll das? Ruhig, hier.
Deswegen was hast hat du für sie große Augen? Nichts gespürt mit dem Auge, wahrscheinlich, weil sie so. Scheiße! Gefühlskalt war. Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, klar, sie ist ja auch infiziert. Ja, Wahnsinn, gell? Weil die heilen sich ja quasi selbst. Deswegen ist ihr Auge wieder da. Oh. Aber cool gemacht. Hier ist was. Das war wohl mal Teil des alten Steinbruchs. Muss wohl. Bergarbeiterbrotdose. Der Besitz eines Steinbrucharbeiters, den er in den Tunneln zurückließ. Die schriftliche Ankündigung einer Zwangsvollstreckung, die sich darin befindet, verrät, dass das in den 1930. Boah. Das ist schon ein bisschen. Das liegt da schon ein bisschen länger. Ich hoffe, wir finden hier eine Karte. Wäre nicht schlecht. Hier ist auch noch was. Bestimmt noch von den Arbeitern. Alte Steinbruchwerkzeuge. Diese verrosteten alten Werkzeuge sind Überbleibsel aus der Hochzeit der Mine. Der Hackets? Hochzeit. Vor der Zwangsvollstreckung. Oha. Auch so alt. Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Ja, täusch dich da mal nicht. Okay, ich hätte mir so eine Spitzhacke mitgenommen, aber okay, dann nicht. Sag ja nur. So, zur Verteidigung vielleicht. Er zum Beispiel. Okay. Ich laufe hier nur noch mal runter. Vielleicht ist hier ja irgendwas. Okay, nein. Hätte ja sein können. Gehst du mir bitte aus dem Weg? Danke. Okay, dann schauen wir mal. Was ist das überhaupt hier alles? Hast du das gehört? Nicht sie. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Vielleicht ist sie ja ganz nett. Oh, Scheiße. Ob sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht, Gott. Was war das gerade? Ich guck nochmal hier hinten schnell. Sehr gut. Die Liebenden. Die Harmonie in ihrem Zwist beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus den Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Okay. Jetzt sieh dir das an.
Oh, Scheiße. Ihr Grinsen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Ach, ihre Augen sind gar nicht mal gelb. Ach, ich Idiot, ich habe vorhin gesagt, im Vollmond war ja schon, aber wir switchen ja immer hin und her. Oh Mann, ist das hoch. Ja. Wow. Genau. Das ist ja jetzt wieder die Gegenwart, das war ja vorher. Was meinst du, ob hier außer uns noch irgendetwas ist? Sieht so aus, oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Ist hier noch was? Nee. Ordentlich tief. Was steht da? Oh, wo ist Cave Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Hier ist sonst nichts. Und da sind wir gekommen, okay. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? Geduldig, so habe ich das nicht gemeint, wissbegierig. Was für eine Schublade? So habe ich das nicht gemeint. Ich komme schon seit Jahren her. Ich kenne diesen Ort, er ist ein zweites Zuhause. Weißt du? Früher, zumindest. Und deine Freundin? Caitlin, sie heißt doch so. Sie scheint auf dich zu stehen. Ja, sie ist scharf auf mich. Und Dylan auch. Oh, du bist aber echt bescheiden. Ich sag's nicht, um anzugeben. Es ist halt so. Sie machen kein großes Geheimnis daraus. Und was ist mit dir? Wen magst du lieber? Weiß ich nicht. Ich mag beide. Okay. Hier lang. Ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Ich habe jetzt extra nicht gedrückt. Ich weiß nicht, was da sonst passiert wäre. Danke fürs Helfen. Ach so, dann hätte er geholfen, oder wie? Oh, Entschuldigung. Aber sie ist ja stark genug. Oder bald. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Karte Nummer 2. Sieht gut aus. Naja, bis jetzt sieht's ruhig aus. Okay. Warum leuchtet die? Sieht. Ja, okay. Es ist. Das hätte mich jetzt schon stutzig gemacht. Warum die an ist? Da ist eine Tür. Vorsicht. Splitter. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt.
bestimmt noch gut. Gut, dann trink mal. Edler Tropf. Die Hackets waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Okay, ansonsten ist hier nichts, ne? Nee. Dann gehen wir mal durch die Tür. Sind wir hier richtig? Ja, das ist der einzige Weg. Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? Oh Mann. Okay, jetzt sind wir wieder zurück. Immerhin hat jetzt die richtige Person die Knarre, die auch wirklich damit umgehen kann. Emma ist ja auch noch draußen. Was ist denn hier passiert? Aber ich glaube, sie läuft auch zur Lodge. Kann es sein? Weiß es nicht mehr, was sie beim letzten Mal gesagt hat. Das ist schon zu lange her. Abweisend, wir müssen weiter. Ehrlich, meine Schuld. Ist ehrlich. Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts. Hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick. Und Nick. Ich glaube, Nick ist gerade anderweitig beschäftigt. Wir werden informiert. Halt. Was? Beobachtet. Ist da jemand drin? Weiß nicht. Okay, wir werden nicht reingehen. Was ist da? Ich... Jacob? Emma? Sind sie... Soll ich mal aufmachen? Nein. Ist dein Arschkumpel. Kann ich mich jetzt nicht entscheiden? Hallo? Nein, tu es nicht. Hä? Pfefferspray! Hey, wir sind's! Oh, shit! Es brennt! Halt. Oh mein Gott! Halt! Tut mir halt. So leid! Dylan, tut mir so leid! Ich wusste nicht, dass ihr es seid! Ich hatte voll Schiss und dachte, er ist kein Pfeffer! Was? Das ist wahrscheinlich Deo. Lufterfrischer. Oh Mann! Aber, was hat ihr denn mit dem Auto gemacht? Was anderes mit war nicht im Van. Das kommt bestimmt noch. Er soll ihn ja reparieren, ne? Sie war die ganze Zeit in der Polizeiwache? Irre, was? Und wir dachten, was für ein toller Sommer. Von wegen. Mann. Okay. Kriegst du das hin? Nein. Oh. Nicht ohne Teile. Ja. Speziell einen Verteiler. Da hinten ist dein Schrottplatz. Also, kriegst du es hin? Versprechen kann ich's nicht. Aber da sollte einer sein. Klingt weit hergeholt. Gemein was Besseres vor oder ermutigend. Ich brauch dich. Wir machen ermutigend. Dylan. Komm schon. Echt, ich brauch dich. Wir brauchen dich. Fein. Okay. So stellt sich Dylan wieder mutig der tödlichen Gefahr und rettet seine Freunde.
Und was genau sollen wir dann jetzt tun? Ich meine, der Van ist nett, aber nicht gerade Fort Knox. Tja, der Keller unter der Lodge sollte erstmal sicher sein. Okay, Abby, komm mit mir. Viel Glück. Ich glaube, das war richtig so. Naja, sehen wir ja dann. Bis jetzt musste ja nur Nick dran glauben. Oh, und... Wie heißt der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Brian? Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Hm. Sei leise. Sei du leise. Jetzt wird's spannend. Hoffentlich. Hey, Moment mal. Das ist doch der Keller. Ist das der Keller? Wo wir Ian entdeckt haben? Ian. Nee, das war das nicht. Die dritte. Oh, krass. Oh, das wird später schwierig beim Aussuchen, welche wir dann nehmen. Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Ach, wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt. Nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Okay. Ja, komm schon. Ja, warte mal. Hinweis entdeckt. Eine alte Rumdistille, vermutlich aus der Zeit der Prohibition. Prohibition. Ein Relikt aus der Vergangenheit der Familie Hackett. Aha, kann man das, die Sachen eigentlich drehen? Nee, gell? Ja, schade. Wir haben da oben zwei Sachen vergessen. Ah, das ist aber schon ein bisschen länger her. Okay, aber bis jetzt scheint es ganz gut zu laufen. Na gut. Eine alte Destille. Das Geschäft lief wohl ganz gut. Ja. Von da sind wir gekommen. Nee. Hier geht's weiter, okay. Hä, ich bin jetzt ein bisschen... Warte. Ich bin jetzt ein bisschen... Viel am Platz. Shit. Armes Kind. Riesenkopf. Bobby. Wer ist Bobby? Wie viele Karten finden wir denn? Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, oder? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Das sind echt viele Karten. Ist dann Kapitel 9 der Schluss? Also das Ende? Also irgendwie kommt mir das gerade so vor. Weil... wir so viele finden. Oder hab ich vorher einfach viel zu wenig gefunden? Das kann natürlich auch sein. Wir hatten ja ein paar, wo wir gar keine gefunden haben. Vorsicht! Bin okay. Ist er. Jacob!
Ah, Jacob heißt er, nicht Brian. Hey, ich bin's. Himmel, was ist mit dir los? Käfig öffnen? Ja, okay. Halt Ryan nicht. Ach Mist, das habe ich vergessen. Oh nein, nein, das habe ich vergessen. Was stellst du unten mit ihnen an? Es ist nichts, wir beschützen sie nur. So wie auch schon die ganze Nacht. Was war das? Das war echt saukomisch. Oh Scheiße, du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Der steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten in der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich habe den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Ja, aber dann kommt das Vieh auch raus. Oder schläft es? Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ma? Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin, nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Nee, ich halte sie nicht auf. Laura! Was hast du getan? Erstens, ich wusste nicht, dass man Leben hat in dem Spiel. Und zweitens, warum geht es überhaupt? Das ist... Ah, das war doch mega laut, das haben die doch oben gehört. Möchtest du versuchen, ihn zu retten? Okay. Ich würde es schon machen, weil das Spiel gibt dir ja 3 Leben dafür. Aber eigentlich ist es falsch, weil wir haben uns, also ich habe mich dazu entschieden, sie nicht aufzuhalten. Und eigentlich muss ich jetzt bei den Konsequenzen leben. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich jetzt... Naja, aber in dem Spiel gibt es halt 3 Leben. Und wenn man das schon mal nehmen kann, um seine Entscheidung rückgängig zu machen... Aber eigentlich ist es blöd, weil in Real Life gibt es ja auch nicht so Entscheidungen, die man einfach trifft. Also die man wieder rückgängig machen kann. Ich bin jetzt echt am Überlegen, weiß nicht, Ja, okay, komm. Das war echt eine dumme Entscheidung. Wollen wir vorher mit der Tür? Und jetzt? Aber wer kommt auch auf die Idee, dass sie den einfach abballert? Vor allem, das ist Nick.
Komm. Wenn es geht, dann geht's in dem Spiel. Also kann man es auch benutzen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Oh, Scheiße. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Der steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten in der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich hab den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Bin gespannt, was jetzt passiert, wenn wir jetzt sie zurückhalten. Wird es dann laut, dass die uns oben jetzt... Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Oh, jetzt müssen wir das nochmal anschauen. Wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Kannst du ihn hier vorspulen? Ma? Nee. Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Weiß nicht, ob es jetzt so schlau war, die jetzt sein Leben zu retten, weil eigentlich ist ja die Entscheidung jetzt schon gefallen. Gott, nein. Nein, nein. Nein, nein. Aber nicht, das ist kein Cheat. Nicht meine Enkelin, man nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Jetzt halten wir sie auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Wozu gebissen? Schießt sich denn jemand anders ab? So, jetzt, Achtung. Halt! Ist es? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denk dran. Wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan! Ryan! Du musst mich hier rausholen. Ernsthaft, Mann! Also wissen wir schon mal, dass es Nick ist. Sie geklaut! Du dummer Idiot! Ma! Ach, verdammt! Du mieses Stück Scheiße! Verschwinde! Hau ab von hier! Sie sind nah. Jacob helfen, Jacob zurücklassen. Oh. Das Ding ist, wenn wir ihm helfen, dann sind die Türen ja nicht mehr unter Strom. Das bedeutet, dass Nick ja auch raus kann. Das bedeutet, dass wir Nick eventuell doch wieder erschießen müssen. Eigentlich ist Jacob da unten ja theoretisch sicher. Noch. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das mal überlegen. Weißt du, Jacob helfen. Aber da passiert bestimmt irgendwas, wenn wir denen jetzt helfen. 100 pro. Weil. Entweder ist es zu laut. Oder wie gesagt, die Türen gehen beide auf. Oder sie sind halt nicht mehr. Und wenn wir ihn zurücklassen. Komm, ich mache jetzt zurücklassen. Aber nur, weil ich ihm damit helfen will. Weil mit 100, also ganz, ich bin mit zu 20%, ich weiß nicht, dass wenn wir ihm jetzt helfen, dass irgendwas passiert. Aber wir können ihn nicht einfach zurücklassen. Was sind wir für Freunde? Ich brauch zu lang zum Überlegen. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Okay. Das ist bestimmt so eine richtig blöde Entscheidung jetzt, ne? So, jeder drückt jetzt bestimmt auf Helfen. Aber viele rechnen nicht mit den Konsequenzen. Ich lass ihn zurück. Okay.
Weil jeder normale Mensch hilft jemandem. Aber wenn es sich jetzt diese Entscheidung ist, da muss ja irgendwas schieflaufen, oder? Oh Mann, Hilfe! Ich brauche Hilfe! Jacob helfen, Jacob zurücklassen. Wir lassen ihn zurück. Du bist hier besser dran. Was? Tut mir leid, Mann. Nein, 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 Alter, komm schon! Wir holen dich noch. Hör auf mit diesem Scheiß, Ryan! Bitte, Ryan, bitte, Alter! Wer weiß, was die mit mir machen? Komm schon! Du musst mich rauslassen, lass mich bloß hier! Shh. Fuck! Oh, guter Gott! Jacob mag dich nicht. Gibt Schlimmeres. Ich glaube, das war die bessere Entscheidung. Nicht meine Gott, nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee, nicht die kleine Kaylee. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast für ganze 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten? Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du. Du gesagt. Oh mein Gott. Das ist jetzt Geschichte. Mom, was, wenn ich's gewesen wäre? Oder, Oder Bobby. Was dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Du bist nur kein Mann. Ich wünschte, ich könnte all das ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum. Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei. Ach, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl. Blind und blind. Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's 1 Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du. Du Stück Scheiße. Ja? Was macht sie denn für einen Käse? Ma, schick Bobby runter. Was macht sie denn für einen Käse? War jetzt dumm.